Das wird auch Zeit. Wir haben schon vor Tagen einen Läufer nach Belcard geschickt. Wartet mal. Ihr seid gar nicht die Verstärkung, die wir angefordert hatten, oder? Verdammt! Unsere Forschungsmannschaft wurde vor ein paar Tagen hierher geschickt, um diese zerstörte Stadt auszugraben. Aber bald ging alles schief. Das Wasser dort drinnen ist verflucht. Die Hälfte der Forscher wurde verrückt oder starb. Wir schickten einen Läufer los, um Verstärkung zu holen. Aber ich schätze, er hat es nicht geschafft. Soviel ich weiß, wird jeder, der von dem Wasser trinkt, erst stark, und zwar sehr stark, und greift danach alles an, was sich bewegt. Salima, unser Anführer, ist dort drinnen und sucht nach einem Weg, um diesen Fluch zu beenden und unsere Forscher zu retten. Falls ihr helfen wollt, dann sprecht mit ihm. Sprecht mit Salima. Unser halber Forschungstrupp hatte das Wasser schon getrunken, ehe wir merkten, was da vor sich ging. Unsere einzige Chance, sie zu retten, könnte das Brechen des Fluchs sein, der auf diesem Wasser liegt. Ich wurde zwar nur fürs Grobe angeworben, aber ich werde euch erzählen, was ich kann. Ich habe gehört, wie die Forscher diesen Ort eine verlorene Stadt der Nedia nannten. Ich schätze, die Nedia waren das Volk, das in Karkstein lebte, bevor die Yokudaner aufschlugen. Die Forscher fingen an, die Ruine Shardas Träne zu nennen. Es ist verdorben, verflucht, nennt es, wie ihr wollt. Einige der Forscher tranken es, als wir hier eintrafen. Sie bekamen Schaum vor dem Mund und schrien etwas über jemanden, der wohl Shada heißt. Es hat sie auch absonderlich stark gemacht. Die Hälfte unseres Lagers wird in einem der Flügel vermisst und aus jeder Spalte dieses Ortes kriechen Untote hervor. Wir brauchen Vorräte und Söldner. Aber ich schätze, oben sind wegen dieser Sache mit den Himmlischen alle etwas abgelenkt. Ihr müsst von draußen stammen. Es freut mich zu sehen, dass uns jemand bemerkt hat. Aber einen Hinweis noch. Trinkt nicht das Wasser hier. Berührt es nicht einmal. Da habt ihr richtig gehört. Die ersten Forscher, die das Wasser tranken, meinten, es würde anders schmecken als alles, was sie je zuvor getrunken hatten. Sie fühlten sich stark, lebendig. Und dann begannen sie sich zu verändern. Sie griffen uns an, als ob wir Eindringlinge wären und sie ihre Stadt verteidigen müssten. Nun, ab hier wird es richtig absonderlich. Offenbar wurde dieser Ort von den Nedian gebaut, einem uralten Volk, das vor den Yokudanern in Karkstein siedelte. Wir wissen nicht viel über die Nedia, aber anscheinend beteten die von hier Nereiden an. Es würde zu ihrem Ruf passen. Nereiden üben sich bekanntermaßen in dunkler und verderbter Zauberei, um die Geister von Menschen zu unterjochen. Wer auch immer das Wasser trinkt, wird anscheinend zum Sklaven einer Nereide namens Shada. Seht ihr dieses Becken? Das Wasser fließt aus den Tempelflügeln zu beiden Seiten hinein und versperrt den Weg in die Hauptkammer. Ich vermute, dass ihr die Quelle der Verderbnis finden werdet, wenn ihr dem Wasser in diese Flügel folgt. Eine Nereide, wenn ich mich nicht irre. Wir können die Hauptkammer nicht erreichen, solange das Becken verderbt ist. Wir müssen erst die Nereiden finden, die das Wasser in den anderen Flügeln verderben. Und was die Hauptkammer angeht, schätze ich, dass dort die Anführerin der Nereiden zu finden ist. Ihre Sklaven nennen sie Shada.
Bitte tut mir nichts. Bitte helft uns. Ich war Teil eines Forschungstrupps, der hierher geschickt wurde, um diesen Tempelflügel zu untersuchen. Die anderen tranken das Wasser, aber Nalia und ich weigerten uns, es zu trinken. Sie griffen mich an und dann haben sie Nalia gefangen und tiefer in den Flügel hineingeschafft. Irgendein Wahnsinn ergriff von ihnen Besitz, als sie das Wasser tranken. Sie sprachen die ganze Zeit von jemandem namens Shada. Und sie sagten etwas über ein Opfer? Bitte. Sie waren zu dritt. Klause, Squan und Sifri. Sie sind durch die versiegelte Tür gegangen. Ihr müsst sie aufhalten. Sie wird in der Schriftrolle auf diesem Altar erwähnt. Ich glaube, man muss das Gebetsrad an der Tür benutzen. Sobald ihr den Weg freigemacht habt, zeige ich euch, wohin die anderen gegangen sind. Ich werde zwar keine sonderlich große Hilfe sein, aber ich werde tun, was ich kann.
Die Tür ist offen. Beeilt euch. Wir müssen Nalia finden. Ich komme nicht näher heran, solange mir diese Untoten im Weg stehen. Kommt und sprecht mit mir, wenn ihr Informationen braucht. Woher kommen diese Untoten denn nur alle? Habt ihr gesehen, wie sie sich um die Nereiden sammeln? Es scheint, als würden sie sie anbeten. Ich frage mich, ob einem das am Ende wohl zustößt, wenn man das Wasser trinkt. Man beginnt, die Nereiden anzubeten und wird untot. Wenn die anderen wirklich in Sklaven der Nereiden verwandelt wurden, dann schwebt Nalia in ernster Gefahr. Unsere Anführer tranken das Wasser zuerst. Klause, Squan und Sifri. Wir müssen sie finden und Nalia retten. Als wir mit unserer Arbeit begannen, bekam Klause irgendeine Art uraltes Horn in die Hände. Er hatte keine Ahnung, wofür es gedacht war, bis wir anfingen, das Wasser zu trinken. Er meinte, es würde ihm Wissen verleihen. Ich sah, wie er damit die Toten kontrollierte. Es macht mir Angst, darüber nachzudenken, wie er es wohl verwenden wird. Squan war ein Genie. Der Mann wusste immer genau, welchen Zauber er gerade zu sprechen hatte. Ein Meister der Anrufungen und all solcher Dinge. Ich sah, wie er Atronachen beschwor und seinem Willen unterwarf. Ich dachte, er würde von uns allen als Letzter dem Fluch erliegen. Sifri war unsere Schmiedin. Sie hielt unsere Ausrüstung instand und stellte unsere Waffen her. Sie hat sich gerade in einer alten Schmiede in diesem Flügel umgesehen, als sie dem Fluch erlag. Ihr solltet in ihrer Nähe auf der Hut sein. Yeah.
Vielen Dank, dass ihr mich vom Fluch befreit habt. Bitte sprecht mit mir, wenn ihr diese Kammer verlasst. Ich habe nicht mehr viel Zeit, bis mein Geist dahin schwindet. Was haben wir getan? Nalia, sie soll geopfert werden! Das Wasser hat uns gegen unsere Leute gewandt. Die letzte Kammer. Sie wurde für das Opfer eingesperrt. Keine Zeit. Ihr müsst einen Weg finden, um ihr Gefängnis zu öffnen. Sonst wird Shada sie holen. Sie ist die Herrin dieses Ortes. Die Herrin der Nereiden. Ihr Fluch verdirbt das Wasser. Wir tranken das Wasser und wurden mächtiger als jemals zuvor. Wir wurden aber auch zu ihren Sklaven. Haltet sie auf! Befreit Nalia! Seht euch meine neueste Schöpfung an. Der gnadenreiche Tod. Es ist gut, wieder bei klarem Verstand zu sein. Bitte sprecht mit mir, bevor ihr diese Kammer verlasst. Das Wasser trinkt nicht das Wasser. Es verdreht einem den Verstand. Die Nereiden übernehmen die Kontrolle über euch. Shada übernimmt die Kontrolle über euch. Sie brachte uns dazu, Nalia zu holen. Keine Zeit. Ich schwinde schnell dahin. Ihr braucht zwei Leute, um Nalias Gefängnis zu öffnen. Sie müssen das Schloss gleichzeitig aufschließen, sonst werden die Nereiden sie holen. Sie sind die Herren dieses Ortes. Sie sind es, die das Wasser verflucht haben. Jeder, der es trinkt, wird zum Sklaven ihrer Gebieterin Shada. Ihr müsst sie aufhalten. Befreit Nalia!
eine gute Waffe? Von den Seiten! Um die Klinge zu schmieden und ihre Feinde zu vernichten, muss man Feuer zum Einsatz bringen. Und zum Schluss muss man die Waffe im Frost des Wassers kühlen. Eine gute Waffe zu schmieden, braucht man Hitze. Um die Klinge zu schmieden und ihre Feinde zu vernichten, muss man Feuer zum Einsatz bringen. Muss man die Waffe im Frost des Wassers kühlen. Um eine gute Waffe zu schmieden, braucht man Hitze. Es ist nur aus mir geworden. Es kann keine Vergebung für meine Taten geben. Aber sprecht mit mir, ehe ihr diese Kammer verlasst. Und ich werde versuchen, das Unrecht wieder gut zu machen, das ich begangen habe. Es ist vorbei. Vielen Dank. Wir haben Nalia geholt. Ihr müsst sie retten. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Ich kann nicht. Wir haben keine Zeit. Schaut nach den Säulen. Ihr müsst für den Schlüssel nach den Säulen schauen. Keine Zeit. Mein Geist schwindet dahin. Schaut nach den Gesichtern auf den Steinsäulen. Sobald ihr Nalias Gefängnis erreicht, werdet ihr es schon sehen. Ihr werdet es verstehen. Oh!
Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich war sicher, dass ich hier in dieser kalten, feuchten Grube sterben würde. Sie haben mich den Nereiden ausgeliefert. Meine eigenen Leute. Ein Opfer an Schader nannten sie es. Mein Leben. Ich spürte, wie es verging. Ich weiß nicht, wie lange ich noch hätte durchhalten können. Die Nereiden nennen sie Schader. Als sie das Wasser tranken, wurden Klause und die anderen zu ihren Sklaven. Sie dachten, sie könnten ihr dienen, indem sie mich opfern. Sie ist die Königin oder die Fürstin der Nereiden. Oder was immer die Nereiden auch haben mögen. Es klang so, als wäre sie für das verfluchte Wasser verantwortlich. Deswegen beten alle Untoten hier sie an. Sie tranken das Wasser und wurden zu ihren Sklaven. Es gibt eine Nereide in einer Kammer in der Nähe. Die anderen nannten sie eine Tochter Schadas. Sie ist es, die das Wasser in diesem Flügel verdirbt. Über den Rest des Tempels weiß ich allerdings nichts. Vielleicht gibt es noch andere Töchter Schadas. Ihr habt sie gefunden. Ihr geht es doch gut, oder? Ich kann nicht fassen, dass Klause und die anderen so etwas tun würden. All das wegen des Wassers? Ich weiß. Und trotzdem ist es so schrecklich. Was immer auch die Quelle dieses Fluchs sein mag, ihr müsst einen Weg finden, ihn zu brechen. Ich werde Nalia zurück ins Hauptlager bringen. Vielen Dank für eure Hilfe. Das Wasser muss gesegnet bleiben. So will es Schada.
anderen. Shadas Träne ist auf immer da verflucht. Und ich bin der Verfluchteste von allen. Dachte ich es mir doch schon, dass ich da die typischen Geräusche der Lebenden vor der Tür gehört hatte. Aber seid gewarnt. Das ehedem erquickende Wasser dieses Ortes ist durch unheilige Magie verdorben. Durch einen Fluch, der große Stärke und ein unnatürlich langes Leben verleiht. Doch das zu einem hohen Preis. Wer von diesem Wasser trinkt, wird unaufhaltsam. Das ist wahr. Und dann vergeht sein Fleisch. Zusammen mit seinem Geist, und er wird ein Sklave derjenigen, die man Shada nennt. Einer Nereidenzauberin, die den ersten Segen auf dieses Wasser legte. Ihr könnt mich Nala nennen. Ich war ein Priester des Kults der Sterne in dieser Stadt. Als sie von Yokodanern von jenseits des Meeres angegriffen wurde. Damals gingen wir unseren unheiligen Handel ein. Wir verrieten die Sterne und schworen den Nereiden und Shada die Treue. Ich protestierte gegen die Abmachung, traute der Errettung nicht, die Shada uns da versprach. Für meine Taten hat mich Shada gleich doppelt verflucht.
Ich wurde gezwungen, das Wasser zu trinken, und ich blieb dennoch bei klarem Verstand, sodass ich mit ansehen musste, wie mein Volk unter Shadas Einfluss langsam dem Wahnsinn anheimfiel. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob und wie man die Wirkung des Fluchs umkehren kann. Für die, deren Fleisch verfault ist, gibt es keine Heilung mehr. Ich glaube allerdings, eine Antwort für diejenigen in frühen Stadien zu haben. Aber ich brauche dafür etwas im Austausch. Meine eigene Freiheit. Als ich mich gegen diesen unheiligen Handel aussprach, wurde meine Seele an Salik gebunden, jenen General, der meine Leute an die Nereiden auslieferte. Um mich zu befreien, müsst ihr ihn besiegen. Aber seid vorsichtig, er hat den Weg mit einer Giftwolke versiegelt. Dieser Ort wird von Visionen der Vergangenheit heimgesucht. Von meinen eigenen Erinnerungen an die Ereignisse, die zu diesem Fluch führten. Schaut euch die Visionen an, um mehr über unser Schicksal zu erfahren. Sie werden euch den Weg weisen, die Giftwolke zu zerstreuen und Salik zu erreichen. Ihr müsst die Krypten um jeden Preis verteidigen. Die Yokudaner dürfen hier nicht durchkommen, bis das Ritual abgeschlossen ist. Sobald Shada uns gesegnet hat, wird uns keine Macht der Welt noch aufhalten. Ah!
Was ihr da sagt, ist Verrat. Wollt ihr, dass die Yokudaner hierher kommen und alles verwüsten, was wir aufgebaut haben und uns alle ermorden? Wollt ihr das? Lieber ein schneller Tod durch yokudanischen Stahl als ein ganzes Leben als Sklaven dieser Kreaturen. Wir sollten die Sterne um Schutz ersuchen, so wie es unsere Ahnen taten, anstatt uns mit diesen Nereiden und ihrer Hexerei einzulassen. Bringt ihn zu Shada. Diese Barriere sollte die Yokudaner draußen halten, während wir das Ritual mit Shada zu Ende bringen. Man weiß das Opfer zu schätzen, das ihr gebracht habt, als ihr zum Schutz zurückblieb, Mavir. Dankt nicht mir. Dankt jenen, die sich selbst für meine Experimente angeboten haben. Die Kreatur, der sie Leben einhauchten, wird diese Barriere auf immer da beschützen. Sorgt dafür, dass sie das tut. Die Magie dieser Kreatur hält die Barriere an Ort und Stelle. Sie ist das Einzige, was die Yokudaner draußen halten kann. Wir gaben unser Fleisch, unseren Geist und unsere Seelen, um diese Stadt und ihre Bewohner vor den Invasoren. Solange wie diese Schöpfung aus unseren Leibern existiert, wird auch der Schutzzauber Bestand haben, der auf diesen Krypten liegt. Möge ich euch in den Sternen. Niemand kommt an unserer Schöpfung vorbei. Ah!
Diese Abscheulichkeit aus Fleisch hat Tausende von Yokodanern getötet, als sie diesen Ort angriffen. Ihr habt sie mühelos ausgeschaltet. Wird Saliks Magie womöglich schwächer? Jedenfalls hat die Giftwolke begonnen, sich zu bewegen. Salik war ein schlauer Mann und er betrieb große Anstrengungen, um zu verhindern, dass die Stadt an die Yokodaner fällt. Er sorgte dafür, dass sich sein Werk nicht so einfach ungeschehen machen lässt. Dennoch sollte es nun möglich sein, weiter voranzukommen, solange ihr die Giftwolke meidet. Wartet darauf, dass die Barriere sich bewegt und bleibt dann dicht hinter ihr. Sobald sich eine Öffnung zeigt, dürft ihr nicht zögern. Saliks Ruhekammer ist gleich hinter dieser Halle. Es ist nun nicht mehr weit. Als Shada mich verfluchte, band sie mich an Saliks Seele. Sie verließ sich darauf, dass die Barriere vor allen Eindringlingen standhalten und Salik gut beschützen würde. Wenn Salik fällt, bricht auch der Zauber, der mich bindet. So einfach ist das. Mit dieser Bindung ist unser Pakt besiegelt. Seid ihr bereit, mir euer Leben zu verschreiben und im Gegenzug die nötige Stärke zu empfangen, um die Invasoren vor euren Toren zu vertreiben? Ich werde nicht zulassen, dass unser Volk in seinen Häusern niedergemetzelt wird. Tut mit uns, was ihr wollt und schenkt uns heute den Sieg. Dann nehme ich eure Seele und die Seelen all jener, die hier sind, um den Eid zu besiegeln. Solange diese Phylakterien unberührt bleiben, bleibt auch unser Eid ungebrochen und eure Seele wird Frieden haben. Thank you.
Ich bin neugeboren! Wer hat euch geschickt? Es war Nalan. Ihr könnt nicht. Ich rette unser Volk. Die Yokudaner hätten sie abgeschlachtet. Ich allein hatte den Mut, das zu tun, was nötig war, um uns alle zu retten. Ihr habt geschafft, was die Yokudaner nicht vermochten. Ihr habt Salik erschlagen. Ihr habt mir die Freiheit geschenkt. Aber verzeiht, dass ich mich darüber nicht freuen kann. Salik war ein tapferer Mann. Er wollte nur sein Volk retten.
Dennoch habe ich kein Recht, mich zu freuen. Wäre Salik meinem Rat gefolgt, wären meine Leute von den Yokodanern abgeschlachtet worden. Das habe ich wohl. Ich habe all die Jahrhunderte meines beständigen Lernens hier, in diesem Buch, festgehalten. Ich glaube, es könnte sogar einen Weg geben, jemanden zu heilen, der sich noch in den frühen Stadien des Wahnsinns befindet. Möge es euch und euren Leuten helfen, wenn es das denn kann. Für meine Leute ist es schon zu spät. Endlich ist dieses Leben vorüber. Nun, wenn ihr es mit Shada aufnehmen wollt, werdet ihr ihre Jungfer dort unten besiegen müssen, die das Wasser verdirbt. Ich wünsche euch viel Erfolg. Gebt euch Shada hin! Es ist zwecklos, Widerstand zu leisten! Gebt euch Shada hin! Es ist zwecklos, Widerstand zu leisten! Gebt euch Shada hin! Es ist zwecklos, Widerstand zu leisten! Die Wellen der Nereiden werden euch davontragen. Das Wasser wird euch nicht entkommen lassen. Müsst ihr uns Widerstand leisten? Lasst das Wasser durch euch strömen.
Ihr wollt damit also sagen, dass das Wasser einfach wieder sauber ist? Ihr meintet, dass umherziehende Abenteurer von der Oberfläche hier heruntergekommen wären. Welche Aufgabe habt ihr ihnen aufgetragen, Salima? Ich fragte mich, ob ein Teil der Verderbnis diesen Flügeln zu beiden Seiten entspringt. Ich habe ihnen nur aufgetragen, dem nachzugehen. Anscheinend hat es geklappt. Vielleicht finden wir jetzt endlich etwas. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt, aber das Wasser ist wieder so klar wie der Himmel über der Wüste. Ich werde trotzdem keinen Tropfen davon trinken, aber man scheint es gefahrlos berühren zu können. Wie ich es mir dachte, die Nereiden stecken hinter der Verderbnis. Ich habe mehr über die Anführerin dieser Nereiden entziffert. Sie heißt Shaddaa. Angeblich hat sie das Wasser gesegnet, damit die Bewohner der Stadt Invasoren abwehren konnten. Hier steht, dass die Bewohner der Stadt sie in einem Tempel verehrten, der einst den Sternen geweiht war. Dort drüben gibt es einen dritten Flügel. Ich vermute, das ist der Tempelflügel und ich schätze, Shaddaa ist dort drin. Ich weiß, dass ich viel von euch verlange. Aber das Wasser darf diesen Ort nicht verlassen, solange es noch verflucht ist. Sonst könnte es eine ebenso heikle Lage auslösen wie die Invasion der Himmlischen dort oben. Der einzige Weg, den Fluch zu beenden, besteht darin, Shaddaa zu besiegen. Ihr müsst gehen und sie aufhalten. Es fühlt sich töricht an, euch darum zu bitten, euer Leben aufs Spiel zu setzen, wo ich euch im Gegenzug doch nichts als meinen Dank anbieten kann. Doch ihr müsst verstehen, wie viel das für uns bedeutet. Und für Karkstein. Ich wünsche euch Glück. Wir werden hier bleiben und auf eure Rückkehr warten. Mörder! Schlechter der Unschuldigen! Diese Leute stehen unter meinem Schutz! Ich allein gab ihnen Hoffnung. Ich allein gab ihnen eine Zukunft. Geht jetzt und ich werde euch verschonen. Tretet ein und euch wird das gleiche Schicksal ereilen wie die Yokodaner vor euch. Wollt ihr mir also trotzen? Nun gut, ich werde nicht zulassen, dass ihr mein Volk vernichtet. Stattdessen werde ich euch vernichten. Thank you.
Sogar die Natur selbst hat sich mit mir verbündet. Warum wehrt ihr euch? Warum schließt ihr euch mir nicht an? Ich kann euch alle Macht geben, die ihr braucht. So wie ich den Bewohnern dieser Stadt Macht verlieh. Und da ist sie, die verlorene Stadt. Das ist kein Zufall. Es gibt Mächte da draußen, die ihr weitaus mehr fürchten solltet, als ihr mich fürchtet.
Jene, die einst unter den Sternen wandelten, schreiten jetzt über die Erde und vernichten alles auf ihrem Weg. Wollt ihr sie nicht besiegen? Dazu müsst ihr nur das Wasser. Euer Widerstand endet hier. Ich werde euch meinem Willen unterwerfen. Euch zum Befehlshaber. Nicht einmal die Himmlischen werden sich uns entgegenstellen. Gewährt mir eure Macht und euren Schutz! Ihr seid der uralten Magie meines mächtigen Dieners nicht gewachsen.
uralten Magie meines mächtigen Dieners nicht gewachsen. Ich lasse mich nicht besiegen. Ich werde euch verschlingen. Ist es denn zu glauben, diese Leute, unsere Leute, die das Wasser tranken, sie kehren langsam zurück. Sie scheinen wieder bei klarem Verstand zu sein. Was für eine verrückte Hexerei. Es ist gut so, dass sie tot und das Wasser gereinigt ist. Vielen Dank dafür. Vielleicht haben wir dadurch die Chance, eine ordentliche Untersuchung durchzuführen und herauszufinden, was in dieser Stadt wirklich geschehen ist. Shaddaa ist tot. Das Wasser ist ungefährlich und so erfrischend. Beeilt euch, sammelt die Verletzten ein, damit man sie behandeln kann. Und lasst uns jene nicht vergessen, die wir verloren haben. Unsere Freundin droht alles zu verlieren, was ihre Persönlichkeit ausmacht. Ich habe alle mir bekannten Heilmittel gegen Irrsinn, Fieberwahn und Gedächtnisschwund eingesetzt. Ich fürchte, alles ist verloren. Spekulationen über ein Heilmittel für die schreckliche Verderbnis, die Shaddaa der Stadt des Wassers am Vorabend der Invasion von Tarish sie auferlegte. Das ist nedisch. Wie habt ihr... Nein, es ist mir gleich. Das könnte genau das sein, was wir brauchen, um den Betroffenen zu helfen. Habt vielen Dank.
Keine Sorge, meine liebe Waschler. Dieser wird einen Weg finden, euch von den Schrecken zu befreien, den ihr euch stellen müsst. Shada wird euch vernichten. Sie wird euch alle vernichten. Sie wird uns retten. Sie wird alles tun, um uns zu retten.